Wir sind im Oberlin-Seminar, arbeiten mit diesem Lehrbuch Mathematik, Gesundheit und Soziales. Unser heutiges Thema: der Flächeninhalt zwischen zwei Funktionsgraphen. Wir gehen aus von zwei quadratischen Funktionen, f von x gleich minus 0,025 x Quadrat plus 32,4 und g von x gleich minus 0,03125 x Quadrat plus 40,5. Das sind quadratische Funktionen, also eigentlich Parabeln, die nach unten geöffnet sind. Also wir bestimmen zuerst die Integrationsgrenzen. Dabei setzen wir die erste Funktion f von x gleich 0 und auch die zweite f von x gleich 0. Wenn wir das machen, dann kommen wir zu dem Ergebnis minus 0,025 x Quadrat gleich minus 32,4. Damit das Ganze positiv wird, dividieren wir durch minus 0,25 und dann haben wir x Quadrat gleich 1296. Und wenn ich das radiziere, also die Wurzel ziehe, dann erhalten wir zwei Werte, und zwar einmal x1 gleich minus 36 und x2 gleich plus 36. Das sind die Nullstellen. Bei der zweiten Funktion g von x mit minus 0,0315 x Quadrat plus 40,5 erhalten wir auch die beiden Nullstellen, und zwar minus 36 und plus 36. Unser Aufgabenprofil sieht jetzt so aus: Wir haben hier die äußere Funktion, das ist die g von x, die muss ja bei etwa 40, nicht etwa, sondern genau bei 40,5 hat sie ihren Schnittpunkt mit der y-Achse. Die andere hat ihren Schnittpunkt bei 32,4 und gesucht ist die schraffierte Fläche. Und zwar von hier bis dort. Das würde bedeuten, die Fläche ergibt sich aus der Differenz der beiden Integrale. Und zwar Integral über minus 0,0312 x Quadrat plus 40,5 minus dem Integral über minus 0,025 x Quadrat plus 32,4, natürlich dx und mit entsprechenden Grenzen haben wir. So, wir haben das erste Integral ausgerechnet, dann haben wir wiederum hier, bezeichne ich mal mit A1, Integration wäre dann der multiplikative Faktor mal x hoch 3 Drittel plus 40,5x in den Grenzen von minus 36 plus bis plus 36. Das ergibt dann aber minus 1/96 mal 36 hoch 3, obere Grenze, plus 40,5 mal 36, das wäre unsere Stammfunktion an der oberen Grenze, und dann minus haben wir, und das ist dann die Stammfunktion an der unteren Grenze. Deshalb muss ich überall minus 36 einsetzen. Das ergibt einmal 972 minus minus 972, und die beiden kann ich dann addieren, weil dieses Minuszeichen mit dem zum Plus wird. Dann erhalten wir für das erste Integral 1944 Flächeneinheiten. Das wäre dann aber quasi hier diese ganze Fläche, die ganze Fläche. Und davon muss ja, wenn man so will, diese Fläche hier subtrahiert werden. Und die sehen wir uns an der nächsten Tafel an. Machen wir mal kurz.